Nächstes Thema. Burli, Mausi oder Oma 1. Eine halbe Million Menschen in Österreich hat ein Wunschkennzeichen auf dem Auto. Doch nicht alle Nummerntafeln sind so harmlos. Es gibt Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben, die den Mitgliedern der rechtsextremen Szene klar machen: Hey, ich bin einer von euch. Welche Codes das sind und wie das Verkehrsministerium diese Tafeln aus dem Verkehr ziehen möchte, berichtet Peter Stacher. Initialien mit Geburtsjahr? Nein. Dieses Kennzeichen zeigt einen Nazi-Code. Er bedeutet Heil Hitler. KKK, das Kürzel für Ku Klux Klan. Eine rassistische Gruppierung, die brutal und mordend vorgeht. Diese Autokennzeichen haben wir extra drucken lassen, um Ihnen das Thema anschaulich zu machen. Doch auf Österreichs Straßen sind durchaus Kennzeichen unterwegs, die den Behörden nicht aufgefallen sind. Klar, wer sich damit nicht beschäftigt, findet nichts daran an AHA, das aber Adolf Hitler bedeutet. Die Zahl 88, die genauso wie HAHA Heil Hitler heißt. Fällt der Sinn dem Prüfer nicht auf, werden solche Schilder auf den Weg geschickt. Damit das künftig nicht mehr passiert, hat das Mauthausen-Komitee eine Liste mit Codes der rechtsextremen Szene erstellt. In der Neonazi-Szene ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ich bin einer von euch. Dort spielen Codes eine wesentliche Rolle. Codes in der Musik, Codes in der Kleidung, Codes auf den Autokennzeichen. Einfach ein Zeichen der Stärke und wir sind mehr als die anderen glauben. Weitere Codes sind etwa 28 oder BH. Damit ist das rechtsextreme Netzwerk Blood and Honor gemeint. 1919 steht für SS, der 19. Buchstabe im Alphabet. Dreimal die 4 wird in der rechten Szene für Deutschland, den Deutschen, verwendet. Oder WP für White Power, weiße Macht. Über diese Kürzel erkennen und finden sich die Mitglieder der rechtsextremen Szene. Früher war so der Style mit einem T-Shirt, wo oben gestanden ist Auschwitz. Das gibt es heute nicht mehr. Heute sind es gut angezogene junge Menschen, die mit ganz, ganz feinen Codes nur ihr das Gleiche zeigen. Ich bin einer von euch, wir gehören zusammen. Mittlerweile sind die Behörden aber auch bei Kürzeln anderer extremer Gruppen sensibel. Etwa in einem Fall, als die Namensinitialen eines Autolenkers zu sehr an den Islamischen Staat erinnerten. Letzten Sommer hat uns eine Behörde gefragt, ob ein Wunschkennzeichen IS mit einer Ziffernkombination möglich ist. Und da haben wir dann gesagt, nein, wir achten das in dem jetzigen Zeitpunkt schon für anstößig. Bewilligte Wunschkennzeichen sollen nicht eingezogen werden, doch sie gelten nur 15 Jahre und müssten dann verlängert werden, was in extremen Fällen nicht passieren wird. Mit der neuen Novelle wird also verhindert, dass sowas auch 70 Jahre nach der Befreiung von Nazi-Deutschland durch Österreichs Straßen rollt.